Und weiter geht's, ihr Lieben, mit einem neuen Video hier in A New World. Heute geht es komplett um die Geschicklichkeit und die Fernkampfwaffen. Heute geht's los mit dem Bogen. Also ihr Lieben, legen wir los. Ich habe den Bogen schon ausgerüstet. Und ja, der Bogen, eine der ersten Fernkampfwaffen und eine doch echt schwierige Waffe, weil man eben auch richtig zielen muss. Also es ist nicht so, dass man sein Target quasi fokussiert oder anwählt und dann einfach nur die Schüsse abfeuert. Nee, man muss auch richtig treffen können. Und das muss man ein bisschen üben. Ich habe den Bogen schon mal zur Hand, aber als nächstes schauen wir uns doch erstmal die Attribute an. Und hier am Bogen sehen wir, er skaliert halt komplett mit Geschicklichkeit. Dementsprechend habe ich alle Punkte in Geschicklichkeit investiert. Und wir gehen beim Bogen mal hier einmal zurücksetzen. Als erstes hier in die Talente rein. Ich habe den Bogen noch nicht wirklich viel gespielt. Liegt hauptsächlich daran, dass ich nicht so viele Pfeile habe und nicht so viel hergestellt habe. Ne? Bogen verbraucht Pfeile. Das heißt, wir müssen die ganze Zeit Pfeile uns nachbauen. Und das ist auch so ein Punkt. Also einmal Bogen und auch Muskete. Das ist halt so ein Punkt, was die Waffen für den Anfang vielleicht ein bisschen teurer macht. Das heißt, man muss halt ständig die Materialien ranbringen oder sich zusammensuchen, damit man eben Munition hat. Ja, und alleine fürs Skillen habe ich hier einiges schon an Pfeilen verbraucht. Ich weiß, dass ich das bei der Muskete zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ich sag mal so über 100 Schuss waren das mit Sicherheit, um diese 3 Skillpunkte hier zu erreichen. Man ballert da schon einiges durch. Also wir verteilen einfach mal jetzt hier im Plänkler die ersten Punkte und schauen uns die Punkte mal ein wenig genauer an. Beim Plänkler haben wir als erstes hier Ausweichschuss. Springe 5 Meter nach hinten und schieße einen Pfeil, der 125% Waffenschaden verursacht. Als nächstes haben wir hier Pfeilhagel. Verschieße eine Vielzahl von Pfeilen 7 Meter weit, was 150% Waffenschaden verursacht. Und als drittes haben wir Giftschuss. Schießt einen vergifteten Pfeil ab, der bei einem Treffer oder Aufschlagen auf dem Boden eine 3 Meter breite Giftwolke freisetzt, die 6 Sekunden lang anhält. Geraten Gegner in die Giftwolke, werden sie vergiftet und erleiden für 20 Sekunden pro Sekunde 10% Waffenschaden. Sehr, sehr praktisch, sehr schön hinterhältig, kann man sich bestimmt auch sehr schön im PvP vorstellen, wenn da so 2, 3 aufeinander prügeln von den Gegnern und die, ja, ich sag mal, man ballert das einfach so mit in die eigene Fraktion rein und Hauptsache die Gegner kriegen den Schaden ab und werden dann dadurch vergiftet, ist das ja schon mal nicht so schlecht. Genauso natürlich auch den Pfeilhagel, schön aus Entfernung, Massen in die Massen reinjubeln, kann man glaube ich ganz gut machen. Ja, passive weitere Fähigkeiten habe ich jetzt leider nicht zur Verfügung, aber mit den 3 Basics werden wir bestimmt klarkommen. Also gehen wir mal rein, da haben wir schon unseren ersten Kandidaten und wir schießen erstmal ganz normal. Man sieht jetzt auch schon hier direkt zu Anfang, wir haben dieses Fadenkreuz, neben dem Fadenkreuz die Anzahl der Pfeile, die wir gerade im Besitz haben. Es gibt unterschiedliche Pfeile, hier habe ich zum Beispiel nochmal Eisenpfeile und das sind die ganz normalen Feuersteinpfeile und ja, wie gesagt, die muss man halt herstellen. Solange man diese Pfeile... Jetzt werden wir gleich angegriffen, ne? Solange man die Pfeile nicht... Gehen wir mal ein bisschen zur Seite. Nicht in seinem Rucksack hat, zählen sie quasi auch nicht als Gewicht oben rechts in der Ecke. Als Gewicht für den Rucksack. Jetzt gehen wir mal drauf hier. Spannen. Zack. Und dann geben wir immer ein. Wir rennen aber mal ein bisschen zurück. Nicht, dass er gleich resettet. Linke Maustaste spannen, zack, in den Kopf, linke Maustaste spannen, zack, und dann war's das. Da ist er platt. Ja, wie gesagt, also wenn man sich das anschaut, man zieht sich die Pfeile hier rein. Hier zum Beispiel jetzt die Eisenpfeile, ihr seht,
Hier liegen jetzt die schweren 8,3 Kilo im Inventar. Das heißt, hier nehme ich jetzt den großen Haufen mit 83 Pfeilen, habe hier wieder mehr Tragfähigkeit und entlaste ein wenig mein Inventar, weil ich es hier quasi am Mann trage. So, gehen wir aber mal rein. Da ist er schon wieder gespawnt. Und ja, wie gesagt, mit der rechten Maustaste geht man in dieses Zielfenster rein, hat das Fadenkreuz. Man kann natürlich auch so schießen mit der linken Maustaste. Zack. Man muss bloß ein bisschen genauer. Ja, geht aber auch. Guck mal da, aus der Hüfte. Ganz entspannt. Kann man auch. Kann im Nahkampf manchmal ein bisschen tricky werden. Wenn man da, ne, wenn man sich dann so bewegt hier. Ihr seht, wie groß das Fadenkreuz dann wird. Aber wenn man ruhig steht und es zieht sich so zusammen, dann geht es. Beim Laufen und beim Fliehen, Katastrophe. So, also, dann stellen wir uns jetzt mal hin. Fernkampf allgemein macht auch richtig Bock. Kann ich nicht anders sagen. Man steht auf Entfernung und wir pullen jetzt mal den da hinten. Und ihr seht einfach die Range, ne? Also es ist wirklich, wirklich weit. Was die aber auch wirklich gut gemacht haben im Game, die laufen nicht straight immer auf dich zu, sondern laufen eben auch gerne mal ein bisschen zickzack. Ausweichen nicht vergessen. Und ausweichen, ausweichen, spannen richtig und wieder daneben geschossen. Alter. Da hat er nochmal einen gekriegt. Machen wir den mal jetzt normal. Zack, aus der Hüfte raus. Also, es ist nicht so einfach, gerade auch im Nahkampf, trotz allem eine ganz wichtige Funktion, gerade wenn ihr jetzt in einer Gruppe zum Beispiel unterwegs seid. Ihr seid der, der vielleicht jetzt aus Entfernung alles schon mal ranpult. Und in der Mitte ist dann, oder hier bei dir in der Nähe, ist dann einer, der dann schön alles niedermetzelt. Und dann sorgt man einfach dafür, dass man hier einen kontinuierlichen Flow hat. Zack. Zack. Da hat er mir noch einen gegeben. Okay. Oh, jetzt habe ich den da hinten aus Versehen getroffen. Das ist ja unangenehm. Und jetzt gehen wir mal hier in den Normalschuss. Und da ist er platt. Und da kommt auch schon an, der Dude. Von da hinten. Müssen wir natürlich gucken, dass er jetzt nicht gleich resettet. Rennen wir mal ein bisschen zur Seite. In seine Richtung, wo er herkommt. So, und als nächstes würde ich sagen, gehen wir mal in die Talente an sich rein. In die Skills richtig. Damit ist er platt und da kommt schon der nächste. Ja, und jetzt müssen wir uns zurückziehen. Da war der Rückschuss. Wir sind ein bisschen nach hinten gesprungen auf der Q-Taste. Machen wir gleich direkt nochmal. Das heißt, man läuft jetzt ein bisschen nach hinten. Man weicht geradeaus. Zack. Schuss nach hinten. Und Schuss nochmal. Und damit kommt dann der Finisher. Jetzt haben wir hier schon den nächsten Dude gleich gepult. Drücken wir mal die Taste R für den Pfeilhagel. Das ist nicht die R-Taste. Das ist die R-Taste. So. Pfeilhagel, wir machen den mal so, dass er dann länger reinrennt. Ihr seht, es ist halt einfach ein AOE. Ne? Also wenn ihr da mehrere Mobs gleichzeitig auf dem Haufen habt, ihr habt einen Tank, der da gerade 5-6 Mobs gepult hat und am Tanken ist. Einfach schön reinhalten. Genauso natürlich dann auch den AOE, den wir jetzt hier machen. Und zwar ist das jetzt hier die F-Taste. Ihr seht, alles schön grün am Funkeln, alles schön am Giften. Gehen wir mal rein. Zack, und da ist er vergiftet. Der Punkt, hoppala, auf dem Fußboden ist da schon dieser Punkt. Er haut hier einfach richtig kaputt alles. Ah, Speerkämpfer, übertrieben. Aber ihr seht, die Area ist halt verseucht und die Gegner kriegen quasi kontinuierlich ihren Schaden. Gehen wir nochmal auf den, ein bisschen höher zielen. Ah. Dass man auch schön Headshot macht. Dementsprechend viel Damage macht er da natürlich. Und ich schieße immer schön daneben. Ist es ein bisschen versetzt? Ist es ein bisschen... Muss ich so ein bisschen mehr
rechts daneben aimen? Ich glaube ja, ne? Das war ja ganz daneben. Okay, gehen wir mal hier rein. Zack. Und wir gehen nochmal in den Giftschuss. Zack, der ist verseucht. Und damit ist er platt. Perfekt. Ja, so viel dazu. Das ist der Bogenschütze mit der ersten Skillung. Da haben wir schon einen Schützen, den nehmen wir auch demnächst. Mit seiner Muskete. Zack. Immer schön kräftig drauf. Zum Skillen lohnt es sich übrigens auch, wenn man mal zwischendurch einfach nur bei Leuten mitrennt. Die schießen gerade alle schön. Wir schießen einfach mit. Und skillen dadurch natürlich wunderbar unsere Waffe. Guck mal auf die Range, Alter. Da ist man, da wird man aber wild, oder? Jetzt guck dir das mal an. Jetzt stell dir mal vor, du stehst da hinten als argloser Spieler, bist gerade irgendwie am Questen oder bist gerade im PvP und wirst auf so eine Range so übelst weggeholzt. Ist das geil. Bogen macht schon Bock. Okay, nichtsdestotrotz, wir skillen mal eben um und gucken uns die anderen Talente an. Also hier einmal zurücksetzen. Wie gesagt, bis Level 20 alles problemlos machbar. Und dann gehen wir jetzt hier in den zweiten Talentbaum rein. Bisschen gucken, ob wir hier gerade... Helfen wir dem Dude mal eben. Na, hier wäre eine große Hilfe. Das wird einfach nichts. Eieieiei. Okay. So, mach fertig hier. Bevor ich gleich keine Pfeile mehr habe. Und ich wollte gerade sagen, ich habe keine Pfeile mehr, aber dafür gelevelt. Ich brauche Pfeile, Alter. Schnell zum Lager. Eben hier ein bisschen Holz, ein paar Federn. Immer schön Truthähne mitnehmen, gerade wenn ihr mit dem Bogen unterwegs seid. Und wir können jetzt hier 100 Pfeile herstellen. Zack, zack, zack. Perfekt. Jetzt haben wir hier keinen Feuerstein mehr. Ja, Feuerstein findet man auch häufig. Und ein paar Büsche einfach die Zweige da rausziehen. Wie gesagt, immer schön die Federn sammeln. Absolut wichtig. Und hier haben wir wieder den Effekt. Wir sind jetzt gerade komplett überladen. Ziehen uns hier die 100 Pfeile in den Köcher. Und haben wieder genug Tragfähigkeit. Können wieder ganz normal rumlaufen. Und damit geht es jetzt los mit dem nächsten Talentbaum. Und wir schauen, würde ich sagen, erst nochmal eben in die Talente detaillierter rein. Und wir haben noch einen Skillpunkt. Sehr, sehr schön. Also, wir haben als nächstes und als erstes durchdringender Schuss. Verschießt einen Pfeil, der 150% Waffenschaden verursacht. Der Pfeil durchdringt die Gegner und fliegt 100 Meter weit. Wenn man mehrere hintereinander hat, schön durch die Gegner durch. Schießt drei Pfeile hintereinander ab. Die ersten beiden Pfeile verursachen jeweils 100% Waffenschaden. Der letzte Pfeil verursacht Rückstoß und 125% Waffenschaden. Kommt da einer an? Nein, kommt keiner an. Und als letztes hatten wir hier jetzt noch den Splitterschuss. Verschießt einen Pfeil 10 Meter weit, wo er sich dann in drei Pfeile aufteilt und 50% Waffenschaden verursacht. Ja, und dadurch, dass wir jetzt hier gerade noch einen Punkt mehr zur Verfügung haben, würde ich sagen, nehmen wir hier auch direkt sowas Praktisches, verursacht 20% mehr Schaden bei Gegnern, die mindestens 10 Meter weit entfernt sind. Bis dahin sollten die Gegner im Idealfall schon das Zeitliche gesegnet haben und ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein hier in den ersten. Er wird aber jetzt schon wieder angegriffen. Hoppala. Zack, haben wir auch noch. Und wieder Bogenskill bekommen. Okay, gehen wir mal hier in die erste, in das erste Talent. Kriegen wir hier einen, der 100 Meter und mehrere gleichzeitig trifft. Ja, haben wir sie. Alle beide gekriegt. Ha, sehr schön. Sehr schön. Kann natürlich schnell schießen, ne? Also Schnellschuss, ohne jetzt linke Maustaste durchzuziehen. Zack, ausweichen. Oder man nimmt die linke Maustaste und zieht... Wow! Ausweichen nochmal und zieht ein bisschen mehr durch. Macht dann natürlich auch mehr Schaden dadurch.
So, dann haben wir noch als nächstes hier diesen Splitterschuss. Da müssen wir mal gucken, ob wir hier vielleicht eine kleine Gruppe finden. Da vorne sind welche, die kommen zusammen. 8 Sekunden Cooldown leider noch. Ich muss sagen, den habe ich bisher am wenigsten gefühlt, diesen Splitterschuss. Auch die Effektivität da drin. Vielleicht muss man da tatsächlich auch irgendwie ein bisschen was zusammenpullen. Vielleicht macht das da am meisten Sinn. Guck mal, jetzt haben wir hier so eine kleine Horde. Ich halte es mal direkt rein. Irgendwie fühle ich das Ding überhaupt nicht. Muss ich wohl nochmal ein bisschen anders testen. Aber so lübt das irgendwie gerade nicht so richtig. So, wie kriegen wir die denn jetzt hier alle mal weg? Der hat uns hier gerade gesegnet. Guck mal, da hat er hier noch welche dran. Müssen noch mal ein bisschen ausweichen. Eppa. Und der Kleine kommt ja auch gleich noch an. Und jetzt kommt noch mal der Streuschuss hier. Ich sehe da nichts. Ich sehe da leider nicht wirklich viel. Bevor wir jetzt gleich hier ins Gras beißen. Abstand halten, zwischendurch was snacken. Zack, durchdringender Schuss immerhin nochmal. Und da kommt schon der nächste Dude an. Zack, den haben wir. Den haben wir auch. Jetzt nochmal der Splitterschuss. Okay, er splittert sich auf. Tatsächlich jetzt in die 3. Aber ich sehe da wirklich nicht den großen Effekt. Und da haut er mir gleich richtig einen rein. Krass. Also, den, wie gesagt, ich fühle ihn überhaupt nicht. Den fühle ich überhaupt nicht, den Schuss. Ich schieße nochmal irgendwo jetzt hin. Ja, er schießt, er spaltet sich auf in 3 Pfeile. Man kann das skillen, dass er dann in 5 sich aufteilt. Ob das jetzt der große Burner ist, ich weiß es nicht. Im Moment, wie gesagt, merke ich das nicht. Ich glaube, da ist ein gezielterer Schuss für den Schützen doch deutlich praktischer. Oder man geht halt hier in einen dieser Talente rein, macht daraus wieder eine Cross-Kombination aus 2 verschiedenen Talentbäumen. Ich glaube, das bietet sich hier an. Und im Großen und Ganzen lohnt sich natürlich auch der Bogen als Zweitwaffe. Auch da natürlich wieder, wenn man sagt, okay, ich will ein bisschen was ranpullen. Ich pull mir 2, 3 zusammen, schieße die an jeweils und gehe dann vielleicht mit einem fetten Kriegshammer drauf. Bäm, hause alle platt. Viele Kombinationsmöglichkeiten natürlich auch mit dem Bogen. Oder man sagt, man kombiniert das hier zum Beispiel auch mit dem Beil. Man nimmt das Beil, schwächt einen Gegner damit und zusätzlich dann eben nochmal mit dem Bogen. Die Range ist ja immens. Die Reichweite hatten wir ja gerade schon gesehen, wie weit wir schießen können bis da hinten zum Horizont. So weit kann man fast gar nicht gucken und dementsprechend gut. Bam, kann man natürlich auch den Schaden machen. Zack. Da ist er nochmal, der Triple. Und das war der letzte. Alles klar. Ja, wenn das Ganze gefallen hat, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns das nächste Mal im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.